Hallo und herzlich willkommen zur 47. Folge der 6. Staffel mit der neuen Nation hier bei State of Decay 2. Ja, ihr hört mich schon lachen. Ja, letzte Folge halt wieder ein Charakter verloren. Das heißt, laut Hausregeln muss es weitergehen. Das könnte echt die Regel sein, die das ganze, die ganze Staffel hier killt. Denn wir haben jetzt nur noch zwei Mitglieder, Clay und Anselmo. Und Clay als Baumeister hat jetzt die Quest Rauben und Plündern heißt sie, glaube ich, und da geht Anselmo mit und in der Regel taucht da ein Jaggi am Spot auf. Also ich nehme das alles mit Humor. Ja, ich habe die Regeln vielleicht insgesamt ein bisschen zu scharf gemacht. Also gerade diese Regel, wenn jemand stirbt, dann geht die Person, die eine Verbindung zu ihm hat, ist wahrscheinlich der Killer. Ne? Bussi ist gestorben, deshalb ist Bavishia gegangen. Layla ist gestorben, deshalb ist Laura gegangen. Nick ist gestorben am Schwarzherz. Das ist auch ein richtig dickes Ding, finde ich zumindest. Und Tova ist daraufhin gegangen. Das heißt, Clay und Anselmo sind jetzt alleine in der Sechsmann-Basis. Mal schauen, wie lange noch. So, da wären wir auch im Spiel. Wollten uns gerade ein Auto holen als 9 Mil? Haben wir keine 9 Mil mehr? Ne, wir haben keine 9 Mil mehr. Dann stellen wir doch mal 9 Mil Munition her. Dann bewegt ihr zwei euch wieder. Das waren wieder zwei Seuchenheilmittel, von denen wir, glaube ich, auch keine mehr haben, ne? Nee, dann bauen wir uns da auch gerade nochmal zwei. Für den Fall der Fälle. Und ansonsten ist halt diese Staffel vorbei. Also wie gesagt, ich nehme das mit Humor. Ich bin da echt nicht zu ernst. Ich weiß, dass ich mit der Todeszone klarkomme. Und wenn diese Hausregel nicht gewesen wäre, dann wäre hier auch alles gut. So, können wir mal auf die Armbrust wechseln. Wäre halt schade. Was hast du gesehen? Ach, da ist der nächste Tobsüchtige. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Kommen wir hier irgendwie rüber? Ich glaube nicht. Vielleicht nehmen wir nicht das Auto. Ich nehme jetzt den Polizeiwagen und fahre mit dem Polizeiwagen dahin. Das ist vielleicht das Einfachste. Der müsste noch genügend Sprit haben, um die Fahrt zumindest zu schaffen. Ja, komm, steig ein da. Looks like company. Oder auch nicht. I guess we riled up that horde. Ja, aber wir haben nicht genügend Sprit, um mit dem Wagen hier großartig herum zu experimentieren. Ja, und wenn es schlecht läuft, wird da gleich jemand rausgezogen. Nee, ging gut. Das war es dann wohl mit dem Streifenwagen. Immerhin ist er geparkt. Na ja, komm, dann lasst uns mal. Wir machen jetzt erstmal die Quest. Mal sehen, vielleicht gibt es dann ja eh nichts mehr zu tun. Der hat auf jeden Fall genug Sprit. Sicherheitshalber, aber wie gehabt. Treibstoff und zumindest ein Reparaturkit. Wo sollen wir denn überhaupt hin? Zu welchem Lager? Das Spiel will mich doch verarschen, oder? Ich mach die Quest nicht.
völlig egal. Welchen von den beiden hätte ich denn lieber als Anführer? Fragen wir mal so. Clay, Baumeister. Er ist Sheriff. Aber die Sheriff-Quests will ich auch nicht wirklich machen. There's gotta be an island somewhere that the Zeds never got to, right? That'd be nice. Also das ist assi vom Spiel. Das Spiel hätte die Quest auch sonst wo spawnen lassen können, aber da ins Miasma rein. Herzlichen Dank. Da steht der Wichita, der ist zerstört, das wissen wir. Alter. Nee. Ach, der ist Missionsanhänger. Wir können die Mission nicht mal abbrechen. So, das heißt, wir brauchen ein Auto. Ja, komm, dann müssen wir wohl nochmal los. Oder kann ich mit dir sprechen und dir sagen, die Mission ist scheiße? Nee, wir hatten schon... wo habe ich eigentlich 500 Prestige her? Fällt mir ja jetzt gerade auf. Ich glaube nicht, dass man da so rüberkommt, ehrlich gesagt. Man kann es ja mal probieren. Hier vielleicht irgendwie. Aber hier geht's auch nicht weiter. Nee, man muss da... A weird one here. A weird one? Was haben wir für... Feel like he's still here. Na gut, dann versuchen wir da hinzuschleichen. Schön. Nah hier an der... an dem Höhenzug. Dem nicht überwindbaren. Ja, geht da mal alle gucken. Das war total komisch. Wie gesagt, man muss das Spiel halt auch mit Humor nehmen. Ne? Das ist halt... Vielleicht ist es auch eine Form von Galgenhumor. Denn eigentlich hat mir das schon Spaß gemacht. Wahrscheinlich hätte er das auch alles hingehauen mit der Hausregel, aber ich glaube, der große Killer war der Schwarzherz-Curveball. Auch der erste Tod mit Bussi wäre vermeidbar gewesen. Der ging auf meine Kappe, weil ich Bussi mitgenommen habe. Das war Blödsinn. Hier gefällt mir das aber auch nicht. So mitten im Wald, da sieht man immer die Zombies so schlecht. Der geht auf meine Kappe. Layla, das war auch dieser Bug,
wo sie vom Auto runtergefallen ist und keine Trefferpunkte mehr hatte. Danach hätte ich noch viel vorsichtiger agieren müssen. Was ist das denn da? Das ist ja eine Leuchtkugel. Und da ist gerade ein Dackel auf der Szene aufgetaucht, glaube ich. Wir könnten zum Norma. Da ist der Dackel. Vielleicht kommen wir auch dran vorbei, wenn wir hier lang gehen. Das ist der Nachteil an der Basis. Die Lieferungen sind irgendwie immer extrem weit weg. Der war daneben. Wie weit ist es denn noch? Es ist noch ein Stückchen. So, und jetzt müssen wir aber Schub geben hier. Ab in den Norma. Komm mit hier. Da ist mal der Bloater. Das war nicht gut. Er sitzt drin. Das ist schon mal prima. So, jetzt müssen wir nur irgendwie an den Bloater vorbei. Klappt das? Ja. So, wir haben zumindest einen fahrbaren Untersatz uns erstmal ergaunert. So, was ist denn da im Kofferraum drin? Eine Rolle Toilettenpapier. So, dann kurz in die Basis rein, erstmal einen Plan machen. Bevor wir da runterfahren, müssen wir auf jeden Fall die Infektionsherde machen. Das ist das Erste. Denn wenn wir uns eine Belagerung fangen, dann ist eh Game Over. Dackelbande, die springen halt nicht hinten drauf beim Norma. Aber ich will sie trotzdem von der Basis weg haben. Das heißt, ich werde hier mal ein bisschen locken. So, ich glaube, sie sind weit genug weg. Dann geben wir jetzt Gas. Wobei die Höchstgeschwindigkeit von dem Norma natürlich alles andere als erbauend ist. Ich glaube, ich muss die Dackelhorde mal waren sie das? Ich glaube, das waren sie alle. Dann müssen wir uns kurz um die Bloater da kümmern. Der war nichts. Der dreht auch um.
Don't breathe that shit. Ach Mann. Leben könnte so schön sein, ne? Wenn man kein State of Decay spielen würde. Also das Curveball-Update hat wirklich einiges an Dynamik nochmal reingebracht. Da einiges verändert. So. Hätten wir zumindest den Bolzen. Einmal so schlecht haben wir uns ja bislang gar nicht gehalten. Ne? Was haben wir denn? 13 haben wir, glaube ich. Haben natürlich jetzt keinen Anführer hier. Gut, und die Hausregel, keine Leute, also keine Enklaven auflösen zu dürfen, hemmt natürlich auch, ne? Denn es sind Enklaven dabei, die keine guten Boni haben. Da hätten wir auch jede Menge Leute an sich rekrutieren können. Ja, ich schmeiße einfach mal einen Molly. Ups, da habe ich in letzter Sekunde die Maus verzogen. So, dann komm weg hier. Das war der eine Infektionsherd. Ich dachte, komm weg da. Ja, komm. Insgesamt nicht gerade glücklich, die Situation. So, hier hoch müssen wir auch. Da ist zumindest schon was explodiert. Da ist ein Jug, ist da ein Juggy mit drin in der. Ja, den machen wir jetzt auch gerade weg. Ja, der ist Stufe 3. Zwei Tobsüchtige und ein Juggy. Das ist ja. Große Problem halt, wie gesagt, bei dem Auto. Ja, da ist Anselmo rausgezogen worden. Gerade mal gucken. Das ist ein Heidenspaß. Ja. Karamba, Karahu, ein Pisti. Wo ist denn der Juggy jetzt eigentlich hin? Da sind auf jeden Fall die beiden Screamer, die letzten.
Ja, aber er regelt auf jeden Fall mit der Timberwolf, wenn er den mal trifft. So, dann lass uns da hinten auch noch hinfahren, Anselmo, damit wir ein bisschen Loot einsammeln können noch. Denn da lag ja auch noch ein bisschen was. Fünf leichte Bolzen. So, und was jetzt? Fahren wir wirklich darunter? Ich meine, ich kann die Quest auch loswerden, indem ich auslogge, aber beim Einloggen kann die halt wieder genauso gut aufploppen, ne? Das ist halt. Oder wir rüsten uns fürs Seuchenherz. Und gehen mit Pauken und Trompeten dann unter. Nur solange er dabei sein will. Wo ist denn der nächstgelegenste Außenposten? Wäre an sich dann Chang Dynasty. Dann runterfahren und entweder ist das LP dann vorbei. Aber es ist halt auch, ja, aber wie gesagt, dieses giftige Miasma und an dem Spot taucht in der Regel auch ein Jaggi auf. Nichts drin im Kofferraum. Okay. Ich weiß auch nicht mehr. Ich könnte zwar irgendwie Review der vorherigen Folge machen, wie viel wir da noch im Kofferraum zu liegen hatten. Nee, aber ich mag jetzt nicht mit beiden los und sterben. Vielleicht kommt ja irgendwie eine Quest dran. Wir versuchen diese Bauen und Plündern-Quest jetzt zu machen. So, das heißt, wir müssen uns irgendwie mit Heilmitteln versorgen. Die schwachen Schmerzmittel waren ja an sich ganz gut. Dann stellen wir davon mal wieder 7 her. Welcher von unseren Außenposten ist eigentlich? Ach, mal wieder da unten. So, das heißt, wir werden davon was mitnehmen. Starke Schmerzmittel haben wir auch noch. Die sind sowieso feuerresistent da unten in der Ecke. Also da brauchen wir uns gar nicht drum kümmern. Wir wollen einfach nur hinfahren zum Plündern. Ach so, und dann sollten wir vielleicht das und das noch mitnehmen. Kommen wir denn am besten ran? Ne, das ist der kürzeste Weg. Also kürzeste Weg hinsichtlich, wir fahren nicht so lange durch solchen Territorium. Also durch das Miasma, genauer gesagt.
Wenn dann natürlich ein Juggy auf der Szenerie auftaucht, na dann herzlichen Dank. Wir sollten den Hot schon mal an Start klar machen. Wir sind ja gleich drin. Ja, und jetzt geht's los. Und wenn es blöd läuft, dann kriegt Anselmo halt so viel Schaden, obwohl NPCs weniger Schaden bekommen. Zeds are all over the place. War da am günstigsten ran? Konnte man hier über den Zaun klettern irgendwo? Bloater sehe ich auf jeden Fall schon mal und das ist nicht nett. Ich muss auf jeden Fall schon mal einen Hot anschmeißen. Looks quiet for now. As long as that plague heart is nearby, I never feel safe. Nee, nicht schreien. So, und die sind alle schön immun gegen Feuer hier. Boah, das sind ja wieder normale Bloater. Wo kommen die denn her? Schmeiß hier ein starkes Schmerzmittel rein. Oh, guck, dich habe ich nicht gesehen. Und da haben wir die Seuche. Solchen Heilmittel dabei. Wir müssen hier weg. Na, war's das gleich? Ja, da ist Anselmo tot. Das heißt, Clay muss verbannt werden und das bedeutet, das ist dann wohl die letzte Folge gewesen. Ich will ihn jetzt aber trotzdem noch retten. Ich weiß gar nicht, ob Clay es wert war. Nee, der hatte Busted kämpfen. Letzte... Nee, ist noch nicht der letzte Hot gewesen. Alter... Ja, binnen zwei Folgen ist jetzt diese Staffel komplett über den Jordan gegangen. Mann, 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 Mann. War schön. Der Killer, der wirkliche Game Changer, war das giftige Miasma. Das war. Ja. Anfang vom Ende. I hope that's the last of them, 'cause I can't keep this up forever.
Was erzählt Anselmo denn da? Der ist doch sowieso schon tot. Oh, jetzt brennt der Wagen auch noch. Das müssen wir aber reparieren, bevor wir... Nein, wir fahren jetzt durch. Wenn er explodiert, dann ist eh Schicht im Schacht hier. Wir dürfen jetzt nur keinen Zombie mehr erwischen. Aber Clay ist doch hier Last Man Standing. Ich laufe auch so rum rein, weil ich da was Unangenehmes gehört hatte. Aber er schafft es. Ja, hat nicht sollen sein, war eine hübsche Kampagne, fand ich. Komm, zum Abschluss darfst du dir auch noch davon einen reindrücken, hast ein paar mehr Trefferpunkte. War hübsch. Ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht, denn wir sind jetzt alleine, genau. Und das ist halt Game Over. Also A, er müsste ja auch verbannt werden und B, alleine kann man es eh nicht schaffen. Selbst mit Kaffee haut das einfach nicht hin. Ich darf aufgrund der Hausregeln nicht rekrutieren. Und deshalb ist diese Kampagne jetzt hier und heute auch vorbei. Ich hoffe, es hat euch insgesamt Spaß gemacht. Ich muss mir überlegen, wie ich das bei der nächsten Staffel dann mache. Welche? Vielleicht möchte ich aufgrund des Curveball-Updates mal wieder normal ohne Hausregeln spielen. Oder vielleicht ein paar von den Hausregeln. Das überlege ich mir. Und ja, ich hoffe dann, dass ihr bei der 7. Staffel auch wieder mit dabei seid. Mir hat es unheimlich viel Spaß gemacht mit den Einschränkungen. War witzig. Tödlich waren dann die Einschränkungen. Überziehe ich einfach ein bisschen und laber noch ein bisschen? Ja, ich glaube, ich überziehe und laber noch. Ja, genau. Dann dürfen wir noch mal einen Blick auf die Hausregeln. No Man's Land habe ich ja eh nicht genutzt. Bei der Erstellung, das fand ich jetzt gar nicht so schlimm. Das ist ja eigentlich eh Standard, bis auf Karte zufällig. Erstellung der Charaktere, ja, war halt suboptimal mit den drei Damen da, von denen maximal eine mit Kochen brauchbar war. Und zwar bei Vishya, Layla und Laura waren ja... Gerade Layla mit ihren Ausreden, da muss ich ja dann doch schon das erste Mal lachen. Ansonsten fand ich das auch okay. Das mit der Beziehungen, das war der Killer von dieser Staffel. Und das werde ich beim nächsten Mal mit Sicherheit nicht nochmal einsetzen, denn ich möchte erstmal klarkommen mit den Curveballs. Gerade das Schwarzherz ist für eine frische Community, glaube ich, ziemlich schwierig, die halt nicht über massive Ressourcen verfügt. Wenn ihr da irgendwie eine Stamm-Community habt, dann kann das durchaus hinhauen, wenn die halt Heilmittel ohne Ende hat. Aber das war ja hier in dem Let's Play nicht der Fall. Also das mit den Beziehungen, das werden wir wahrscheinlich weglassen. Bei der Entwicklung, da habe ich auch kein Problem mit. Verbesserung von Fähigkeiten nur durch Übung finde ich auch nicht schlimm. Vierte Eigenschaft ist mir egal. Das mit dem fixen Inventar finde ich okay. Funk fand ich okay. Ausnutzen von anderen Enklaven ist auch okay für mich. Das mit der Rekrutierung... ja, wir hätten halt auch rekrutieren können, ne? Aber ich weiß gar nicht, ob es überhaupt so viel Enklaven gab oder Personen in verbündeten Enklaven, die ich hätte rekrutieren wollen.
Kopfgelder finde ich auch nicht schlimm. Wenn man darauf verzichtet, ja. Ja. Es gibt auf jeden Fall eine 7. Staffel. Dafür macht mir halt State of Decay einfach viel zu viel Spaß. Ich muss mir halt nur überlegen, mit, also welche der Hausregeln ich da nutze. Denn gibt halt, also wie gesagt, Killer war die Regel mit der mit den Beziehungen und oder das nicht rekrutieren dürfen. Mit dem Rekrutieren hätte man ja jetzt, selbst jetzt mit einer Person die Enklave durchaus noch retten können. Dann wäre man zumindest zu zweit wieder gewesen. Mich rekrutieren können heißt halt im Umkehrschluss, dass die Enklave, die eigene Enklave langsamer wächst. Man wirklich auf das Erledigen von Quests angewiesen ist und dann weitere zufällige Charaktere. Das finde ich insgesamt gar nicht so wild, da wir auch mit zufälligen Charakteren startet. Ja, das, wie gesagt, das muss ich mir überlegen. Ich hoffe jedenfalls, dass euch die Staffel nichtsdestotrotz genauso viel Spaß gemacht hat wie mir. Ihr auch bei der nächsten Staffel wieder mit dabei seid und ich würde mich freuen, wenn ihr daran denkt, Like und gegebenenfalls Abo dazulassen. Bis dann, euer Palzi.